Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Ja, wir haben hier noch den Auftrag zu erledigen. Wir haben ja in der letzten Folge hier diese drei Felder hier, die markiert waren, planiert. Wir sollen da jetzt Rollrasen platzieren. Müssen wir wohl oder übel, wie es aussieht, beim Baustoffhändler noch organisieren. Ich schätze mal, ich muss da jetzt hinfahren. Schauen wir mal, würde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare, für die ganzen Tipps und so weiter. Ich werde die mal beherzigen. Also, ihr habt ja gesagt, ich soll hier mal Lehrgänge und sowas machen. Das machen wir, würde ich sagen, hier nachdem wir den Auftrag abgeschlossen haben. Dann werden wir mal so einen Lehrgang machen, dass ich das alles hier mal so ein bisschen raffe. Ich würde aber jetzt als erstes mal dann. Ich gehe mal in den Fahrersitz. Zum Baustoffhändler fahren. Da muss ich aber erstmal gucken, wo war der? Das war der hier, ne? Ist das der Baustoffhändler? Fahrzeug. Ne, das ist der Fahrzeughändler. Hier ist der Baustoffhändler. Ja, da müssen wir wohl hin, schätze ich mal. Muss ich denn da jetzt hinfahren? Ich gehe mal davon aus, weil ich muss das Zeug ja irgendwie holen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Fahren wir mal hin, gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin hier immer noch so ein bisschen am Struggeln und am Machen und am Tun und am Gucken, wie es funktioniert. Kriegen wir aber alles auf Kette, würde ich sagen. Ja, ansonsten muss ich noch sagen, sorry, dass ich mich jetzt ein paar Tage auch kommentartechnisch nicht so gemeldet habe, wie es eigentlich hätte sein sollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt so langsam allmählich auch etwas die Decke auf den Kopf. Hier links, dann rechts, dann um die Kurve und dann da hinten rum. Okay, alles klar. Ja, ne? Dass man nicht so quasi vor die Tür gehen kann, wie man es gerne machen möchte und so weiter und so weiter. Und das ist dann doch schon irgendwo, wo ich schon gesagt habe, ne, ich brauche mal ein bisschen Luft für mich. Und einfach mal ein paar Tage quasi nichts gemacht, ein bisschen mehr rumgefahren. Boah, Alter, das ist aber in der Onboard-Ansicht hier in dem LKW aber schon echt. Ey, Junge, ich habe Vorfahrt. Halt, so. Und ja, deswegen war ich ja von den Kommentaren ein bisschen ja, langsam unterwegs. Sorry dafür. Aber geht ja auch so weiter, ne? So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie diesen Rollrasen organisiert bekommen. Und ja, ist jetzt auch wieder ja, dann dementsprechend 4 Tage oder 5 Tage her, wo ich gezockt habe hier. Ich musste ja noch mal wieder ein bisschen lernen. Ich muss das mal ein bisschen intensiver wieder zocken. Und, aber ich habe mich ein bisschen überreizt gefühlt. Muss ich ganz ehrlich sagen, von allem. Okay, ich muss da lang. Aus dem Grund kam auch am gestrigen Sonntag nichts, weil ich auch ehrlich gesagt nichts hatte. Ich hatte nichts vorbereitet, ich wusste auch nicht, was willst du jetzt noch da reinquetschen, dass es nicht wieder zu viel wird auch. Und ja, ihr hattet mir ja auch nochmal den SnowRunner empfohlen, beziehungsweise mich gefragt. Ja, den würde ich gerne auch let's playen, sage ich ganz ehrlich. Aber, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, auch die Krise erwischt mich ebenfalls ein bisschen finanziell. Da muss ich nämlich auch ein bisschen drauf achten und deswegen. Kann man bis jetzt noch nicht. Da muss ich nämlich selber ein bisschen aufpassen. Ne? Muss ja nicht sein. Ne? So. Okay, wie kam ich jetzt hier in diesem Baustoffhändler? Ich muss hier doch mal die Kameraansicht wechseln. Das ist dann doch ein wenig. So, danke. Wo kann ich bei dem Baustoffhändler hier rein? Ach, hier vorne irgendwo, ne? Kam das. War das? Ich fahr mal hier hin. Muss ich hier hinfahren? Sperrfläche. Kontextmenü. In Fahrzeughalle einlagern. Ne, wie war denn das? Wie konnte ich denn nochmal den Dingens hier jetzt? Baustoffhändler. Ja, weiß ich. Verdammt! Möchte in diesen Baustoffhändler rein. Anders. Nein.
zurück. Baustoffhändler betreten. So, zack. So, Rollrasen. Wo finde ich hier Rollrasen? Kabeltrommel groß. Ne, brauche ich nicht. Bitumen, Betonsäcke, Ziegel. Wo finde ich Rollrasen? Kriege ich das überhaupt beim Baustoffhändler? Ah, hier Rollrasen. Da haben wir es doch schon. Tada. Da haben wir es doch. So, was muss ich jetzt hier? Option auswählen. Info. Ah, okay. Auf Baustelle liefern, in Warenlager liefern, zum Mitnehmen. Autolot. Jetzt bin ich hier, ne? Dann eher zum Mitnehmen, würde ich sagen. Wie kann ich das denn hier auswählen? Kann ich das hier irgendwie auswählen? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Zum Mitnehmen, Autolot. Habe ich das jetzt? Hier, mal zum Mitnehmen. Zack. So, habe ich das jetzt gekauft? Anscheinend. Drei Paletten. Da steht aber nur eine Palette. Warum steht hier nur eine Palette? Egal. So, wie war das jetzt? Jetzt musste ich hier Kontextmenü in den Fahrzeugmodus wechseln. Ich hätte das vielleicht doch besser in die an die Baustelle liefern lassen sollen, ne? Ist das besser, wenn man das in die an die Baustelle liefern lässt? Gibt mir mal einen Tipp. Ne, warte mal, wie ging das jetzt mit dem... Ah, ne, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder Kamera ändern. Hakenkamera bitte, danke. So, Kamera an Sicht, einmal drehen. Dann sehe ich vielleicht auch was, so ungefähr. Und dann wollen wir es mal eben hier eben mal schnell an den Start bringen. Ha. Drehen. Achso, ist ein bisschen weiter ausfahren, deswegen. So, runter damit. Ja, das sollte ich ja hinkriegen hier, ne? Sagt er und verkackt es. Alter, ich komme wieder mit der Kamera nicht klar, ne? Das ist so nervig. So, dahin, dann runter bitte. Ah, jetzt. Und anhaken. Sehr schön. Dankeschön. So. Einmal so. Halt. Da muss hoch. So muss es. So, einmal hier rüber. Vorsichtig. Einmal höher bitte. Kann man das hier irgendwie mal ein bisschen einfahren? Dankeschön. So, Hammer. Sind das denn jetzt alle? Nee, halt. Fahrzeugmodus wechseln. Wie ging das hier? Ladung sichern und lösen. Und Fahrzeug zurücksetzen. Genau so wie es. Ha. Zack. Nee, falsch. So, und Fahrzeugmodus verlassen. Habe ich jetzt drei Paletten? Sind das? Nee, das ist nur eine Palette, oder? Ich werde gerne noch mal hier rein. Ich würde gerne noch was mitnehmen. Ist ja egal. Minus, Karte. Nochmal Wegpunkt. Ne, betreten bitte. So. Ah. Ja, moin. So geht's. Steuerkreuz. Und ich hustle hier mit den Sticks rum. Ja, scheiße. Egal. So, zum Mitnehmen Autoload in Warenlager einliefern. Ne, zum Mitnehmen. So, jetzt sollten wir das. Aha. Okay, ja, muss ich halt nochmal machen, ist ja egal. So lerne ich es auch, würde ich sagen. Fahrzeugmodus wechseln. Lass mich raten, der steht jetzt genau auf dem Ding da drauf. Ich stehe hier völlig beschissen, kann das sein? Aber sowas kommt von komplett anders beschissen. Ne, Moment. Zurück. Fahrzeugmodus wechseln. Fahr nochmal rein mit dem Mist. Das kann ich auch jetzt mal abladen. Ja, ich will ja auch nichts abladen. So. Ich stelle mich an wie ein Noob, ne? Komplett. Aber dieses andere Komplette. Aber gut, ich kann es halt nicht ändern. Das ist noch nicht meine Welt, das Ding. Ich komme noch nicht klar. So, mach mal auf hier jetzt, Idiote. Ich würde jetzt gerne den Mist hier aufladen. Vielen Dank. So. Warum macht er denn die Bordwelle nicht runter? Klapp mal auf, die Scheiße. So, runterklappen.
Ah, geht doch. So läuft der Hase. So. Ich bin mal gespannt. Ah, das passt ungefähr. Ich kann von der Seite überhaupt nicht arbeiten, ne? Ich muss von der. So. Der Noob ist unterwegs, versucht die Rollrasen zu organisieren und hat keine Ahnung, was er tut. Und davon viel. So. Hoch damit. Ein bisschen reinfahren. So. Zack. Abgesetzt. Tada! So, jetzt hier ganz schnell. Ganz schnell. So, komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Zack. Danke. Hoch damit. Einer mit. Der hat. Hier hoch. Da runter. Und abgesetzt. Juhu! Auch das habe ich geschafft. So, Fahrzeug zurücksetzen. Das ist nämlich am einfachsten als den Kran selber hier. Irgendwie an Start zu können und den Fahrzeugmodus wieder wechseln. So, klappt den Mist da wieder. Mach mal die Hütte da zu hier. Mach mal die Dinger hoch. Oh, ich habe die Ladung nicht befestigt. Ladung sichern. Ne, nicht Ladung gelösen. Ich will die Ladung sichern. So. Tada. So, auf geht's. Ja. Wir haben den Rollrasen am Start. Da haben wir schon mal wegen etwas geschafft. Herausforderungen, Meister. Trophäe erhalten. Aushilfsfahrer. Yeah. Läuft bei mir. Wenn auch langsam und nicht gerade ganz so prickelnd, aber es läuft. Und das ist die Hauptsache. So, da kommt noch jemand hier nicht. Da kommt auch noch einer. Wieso seid ihr so schnell? Mach mal hin, da. So, von wo bin ich gekommen? Von hier. Ich muss auch hier abbiegen. Boah, der schneidet aber auch ordentlich die Kurve da. Was ist mit dem los? Auf geht's mit Gebrüll wieder zur Baustelle. Kann sich nur um Stunden handeln. Kein Problem für mich. Doch ein Problem für mich. Man muss langfahren. Ich muss wieder hier hin. Ich würde gerne mal hier den Wegpunkt setzen. Dankeschön. Dann sehe ich auch wohin. Ich bin jetzt. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Nächste rechts und dann gib ihm. Sollten wir hinbekommen. Auf geht's. Ja, ja, ja. So, hier müssen wir rechts. Das habe ich schon mal gelernt. Juhu. Ich bin lernfähig, aber ne? In dem Fall hier langsam. Ganz langsam. So, jetzt müssen wir hier wieder abbiegen. Komm, fahr. Okay, hier schon Musik hier. Läuft. Ein beschauliches Städtchen hier. So, und jetzt muss ich wo lang? Moment, muss ich hier abbiegen? Ne, die nächste muss ich abbiegen. The next. Auf geht's. So, dann hoffe ich mal, dass wir dann, obwohl ja, ne, dann müssen wir bestimmt noch irgendwas anlegen da von dem Rollrasen. Wir haben aber gerade mal so gute Hälfte geschafft von dem Auftrag. Läuft. So ging das. Aber auf geht's. Obwohl die Minimap gar nicht so verkehrt, ne? So, und dann sind wir auch schon wieder bei der Baustelle. Yeah! Nice. Dann will ich mal gucken, dass wir das jetzt hier ordentlich an Start kriegen. Vielleicht kommen wir sogar bis da hinten hin. Obwohl, ne, das lasse ich einfach. So, Fahrzeugmodus wechseln. Ladung lösen.
bei der Kamera wieder einen Affen kriegen. So. Auf geht's. Wie konnte ich eigentlich nochmal... Ah ja, genau so. Die Hilfe ausblenden. Ja, was hier aber gerade nichts bringt, verdammt. Egal. So, ein Stück höher. Anklemmen. Hoch mit dem Kram. So, und dann darüber. Kamera drehen, damit ich was sehe, danke. So, ja, oh, Moment, nicht so tief. Das sieht aber gut aus. Zack, haben wir den ersten schon mal da stehen. Jawohl, läuft doch. Dann ist dann die nächste Frage, muss ich hier noch verlegen. Ich gehe mal da ganz schwer davon aus. Wir wären ja sonst keine gute Firma, wenn wir das nicht auch noch könnten. Nee, kann man wieder drehen, danke. So. Nee, halt. Höher, höher, höher. Und dran. So, der. Nee, Moment, der muss höher. Und der muss ein bisschen runter. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nee, jetzt nicht. Obwohl, komme ich überhaupt bis da hinten hin? Das ist die nächste Frage, ne? Das könnte klappen. So. Oh oh. Oh oh. Ach, weil ich mit dem Kamerading wieder. Ich sag grad, warum kann ich denn jetzt hier nicht nach vorne? Der muss wieder höher. Und der muss weiter nach unten. Ja, komm, komm, komm. Struggle, bis die Schwarte kracht. Ja, komm, das sollte gehen. Jawohl. Sehr schön, jawohl. Läuft doch, aber ich glaube, jetzt bis da hinten hin sollte ich vielleicht nochmal den LKW umsetzen. Leider. Ah, da muss ich ganz krempel. Oh ne, Moment. Halt. Falsch. Moment. Fahrzeug zurücksetzen. So. Die ist kein geeigneter Ort zum Abladen, ich weiß. So. Ich fahre ja nicht los. Ja. Ich rolle nur. Kriege ich eine Strafe, wenn ich das missachte? Ich will ja nur hier abladen. So, zack. Oh ne, falsch. Viereck. Fahrzeugmodus wechseln. So. Mehr wollte ich ja nicht. Ne, halt. Kamera drehen. So. Und gib ihm. So. So, so, so. Das Ding ist einfach nur bei der Steuerung, ne? Ihr habt mir ja auch schon geschrieben, von wegen, dass ihr da auch so ein bisschen am rumstruggeln seid hin und wieder. Das Ding ist ja ehrlich, dass man, ups, mit dem einen immer rauf und mit dem anderen entgegengesetzt runter. Ja, das ist genau diese Problematik, die ich habe halt. Als wenn ich mir mit der einen Hand auf den Kopf klopfe und mit der anderen Hand über den Bauch reibe gleichzeitig. Kriege ich auch nicht gebacken. Das ist mein Ding. So. Zack. Yeah! Aufgabe abgeschlossen. Jawohl, der Auftrag ist erledigt. Bereich räumen. Mach den Bereich frei. Jawohl. Ich hänge hier voll mit meiner Kabellage fest. Danke. Sehr schön. Ja. Nice. Ja, das zeigst du mir gerade an, ich weiß. Vielen Dank. So, wir setzen das Fahrzeug zurück. Wechseln den Fahrzeugmodus. Sehr schön. Haben wir den Auftrag doch noch hingekriegt. So, das ist jetzt nur die Frage, was ich als nächstes zu tun habe. Vielleicht sollte ich auch mal die Kamera wechseln, damit ich die Kamera drehen, damit ich ja auch
Nur so Gegenfahrer, halt rum. Sauber. Wir haben den Auftrag abgeschlossen. Ich habe es endlich geschafft. Du hast den Auftrag Transport, kleine Gartenarbeiten und Warentransport erfolgreich abgeschlossen. Hier ist dein Auftragsbericht. Woo! So, was kriegen wir denn da? Besonders 108 XP. Ja, Belohnung erhalten. Her damit, ne? Vielen, vielen Dank. Huh. So, der Auftrag ist jetzt hier komplett an die. Oh, guck mal hier. Nice. Sieht doch schön aus. Sieht doch sehr schön aus. Ja, nice. Herrlich. Geil. Haben wir das geschafft? Dann würde ich sagen, karre ich die Fahrzeuge hier mal wieder zurück zum Depot. Und ja, in der Zeit, keine Ahnung, beenden wir hier die Folge. Wir haben den erfolgreich abgeschlossen. Hat ein bisschen gedauert wieder. Ne? Ihr kennt das. Aber hey, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Alter, wer hört denn hier Musik wie sonst was? Voll am Abrocken hinter mir. Ja, läuft. Ja, geil. Nice. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Und auch wenn ihr dabei bleiben wollt und sehen wollt, wie ich mich hier dumm anstelle, sehr gerne ein kostenloses Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.